Schubidei. Fuck. Croissant. Gewünscht. So was sagen wir hier nicht. Ricky. Also ja, bitte, bitte solche Wörter in diesem Paar nicht benutzen. Ich sage jetzt schon gleich, ich hasse euch alle. Guckt euch den Part an. Wollos Zuschauer sind Fotzen bei mir. Zu Recht. Und gerade wegen euch, ich mache es nochmal wegen euch nochmal Corona-Test im Part, um euch nur abzufacken. Leute, der findet euch kacke. Versteht ihr das? Ja. Das mit? Zu Recht. Guckt da bitte, zeigt ihm mal, dass er auch 200 Klicks auf so ein Video haben kann. Ne? Zeigt ihm das mal. Ey. Wenn er mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, ne? Ich liebe euch doch alle, meine Miete. 200 Klicks, Ricky. Das ist, was du kriegst von uns. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ah, ja. Ah, da TDT bei dir aktuell nicht kommt, ne? Das ist, wie gesagt, muss ein Schlag sein. Kannst du das finanziell irgendwie ausgleichen? Kann man dir da helfen? Gibt es irgendwie ein Hilfekonto? Da würde man, ja, aber ich spiele ja gerne TDT. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, aber ja, das ist ja immerhin, ne? Wenn man es gerne macht, dann ist es ja auch ganz schön. Das geht ja auch dann. Ich unterhalte mich ja gerne mit den Jungs und so alles drüben. Über was reden die so? Ja, über nix. Wer ist dann über mich? Ja, ständig. Du bist Thema Nummer 1. Habe ich mir gedacht. Ja, schon klar, dass ich nicht das große Thema bin. Mich zumindest wundern, wenn doch. Oh. Und Ricky, jetzt wo du genießt hast, hast du Angst, dass das von Corona kommt? Nö. So? Ja. Und ich? Ich aber. Eigentlich nicht. Jetzt habe ich gerade den Wattestäbchen da drin verloren, egal. Das Wattestäbchen abgefallen. Das Wattestäbchen ist abgefallen. Es ist in diesem, was ich aus. Ja, ich kenne die Tests ja eigentlich gar nicht so richtig, ne? Das ist ja, wie gesagt, ich bin da ja nicht so. Ja. So involviert das in das Thema. Wie ihr alle. Bin ich jetzt auch nicht, ne? Hä? Ich sag, involviert bin ich jetzt auch nicht. Hätte Michelle kein Corona jetzt hier zu Hause, würde mich auch für die Scheiße interessieren. Ja. Wie gesagt, selbst zur Hauptzeit habe ich keine Tests gehabt, so. Weil. Naja, bin ich rausgegangen. Ich bin ja nicht rausgegangen und so. Deswegen. Nee, wir haben auch nur tatsächlich, wenn wir jemanden besucht haben, halt. Ne? Also wir haben unsere Oma, also ihre Oma besucht oder halt Eltern, Familie. Ja, ne? Sowas haben wir ja auch nicht gemacht. So, dann haben wir, aber das haben wir halt gemacht, natürlich. Trotzdem. Ne? Wir bösen, bösen Buben. Ich wollte gerade sagen, der sagt natürlich, ne? Ihr seid einfach. Das ist illegal unterwegs gewesen. Das ist highly beängstigend, was ihr da gemacht habt. Ja, wir haben da teilweise haben sogar auch in den Autos gesessen und haben gesagt: Ja, du bist jetzt mit dem verwandt und du mit dem, weil nur ein Haushalt. Wurdest du mal angehalten? Denn? Nee, ich dann nicht, aber Early Boy. Hat der auch so ein Verbrecher? Ne, die kamen ja immer zu uns. Aha, hallo, ihr hört es zuerst, ne? Wer die Verbrecher sind, ne? Ich werde euch mal dem nächsten Aufklärungsvideo. Das schicke ich Kuchen TV, diese Aussage. Weißt du, was geil war? Wir haben uns immer in der Metro getroffen, und das ist das Einzige, was wir nicht offen hatte. Wir sind mal in die Metro gegangen mit allem Mann, dann haben wir uns da getroffen, haben da ein bisschen eingekauft, haben Klamotten geholt und so Scheiß. Und dann sind wir wieder raus. Das war unser Treffpunkt, die Metro, Alter. Da waren die coolen Kids. Also, wenn ich das so höre, denke ich mir so, aber wozu denn? Hätte man da nicht auch einfach zu Hause bleiben können? Nee, zu Hause konntest du ja nicht. Wir wollten uns ja treffen. Ja, aber warum wolltet ihr euch unbedingt treffen? Weil man sich mag, Wollo? Ich kenne nichts von. Das war noch die Anfangszeit mit Michelle, da war noch so, ja, lass mal rausgehen, was erleben und so. War natürlich ein scheiß Zeitpunkt, wo wir zusammengekommen sind, um rauszugehen und sowas zu erleben. Aber hätte man nicht gerade dann auch zu Hause bleiben können, schön, zu zweit, ein bisschen am Penis spielen und so? Ja, das haben wir ja auch gemacht. Da kann man auch nicht aber die ganze Zeit, irgendwann ist er ja wund, ne? Ja, das ist auch schlimm. Wenn er dann wund ist, muss man was anderes machen. Ja. Ja. So. Hast du den Kommentar von, hast du den Tweet von Firebro gesehen? Oh mein Gott. Ich kann mir schon denken, welchen du meinst. Die besten Serien aller Zeiten. Ach, jetzt wollte ich was richtig Kontroverses sagen. Hast mich nochmal kurz aufgehalten. Als Verarsche. Ja, aber die Serien waren auch sehr kontrovers. Ich war beinahe eskaliert. Ich lese nochmal vor. Oh Gott. Beste Serien aller Zeiten. Ich Platz kann, 10. Nein, ich muss ja immer die beleidigen müssen. Bei einer Sache, definitiv. Das geht gar nicht anders. Platz 10. Ja. Das Tier / das Universum. Habe ich nicht gesehen, wie man sich denken kann. Platz 9, South Park. Ja. Auch. Platz 8, Stranger Things.
Ja, ich glaube, jetzt kommt das Schlimmste. Ich glaube, Platz jetzt kommt 7, das Squid Game. Nee, das ist es noch nicht, okay? Platz 6, Young Sheldon. Bruder! Du kannst doch nicht in die Top 10 der besten Serien aller Zeiten Young Sheldon packen, was? Zum Fick. Die kann ich ja jetzt gar nicht mehr ernst nehmen, die Liste. Überhaupt nicht. Platz 5, die Sopranos. Habe ich schon 5-mal versucht, die erste Folge vorzugucken und jedes Mal irgendwie holt es mich nicht ab, ja, aber kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ja. Alle hassen Chris. Das war auf jeden Fall deutlich witziger als Young Sheldon. Aber ob das jetzt eine der besten Serien aller Zeiten ist, schwierig, ne? Schwierig. Platz 3, Death Note. Hallo, ich gucke gerne Animes. Ja, aber Death Note ist schon ganz okay. Platz 2, Avatar, der Herr der Elemente. Oh, Bruder. Wenn man auch von seiner Kindheit nicht loslassen kann. Ich wurde ja mal gezwungen, Avatar, Herr der Elemente zu gucken als Erwachsener. Und es war, wenn man das als für eine Kinderserie okay. Aber nachdem ich es nicht mehr gucken musste, habe ich es auch nicht weitergeguckt. So viel kann ich dazu Platz sagen. Platz 1, Breaking Bad. Ey, das ist auch richtig und wichtig. Wie ist so eine richtige Meinung? Ich habe ja auch nochmal was dazu geschrieben, dass du gesehen hast. Dein ist auch völlig lost, Alter. Okay, Platz 10. Meine Liste. Better Call Saul. Ja. Platz 9, South Park. Platz 8, Young Rock. Also Young Rock finde ich zum Beispiel auch 1000-mal besser als Young Sheldon. Ich habe hier ein Problem, Ricky. Ich weiß nicht, wo der dritte Lina, ne, ist. Wow, ich auch nicht. Ja, okay, nee, keine Ahnung. Platz 7, das wärst du hassen, Scrubs. Krass, kann ich halt nicht mehr gucken. Das geht nicht mehr. Platz 6, Criminal Minds. Hm. Platz 5, Lucifer. Ja. Platz Nummer 4, Sherlock. Ja, Sherlock ist schon sehr gut. Aber mit Steven Kamba, ne? Also hier nicht, das ist nicht anders. Du bist eine Kamba-Bitch, ich verstehe das schon. Ja, ich hab das schon begriffen. Ja. Ja, Platz 3, Avatar, der Herr der Elemente. Junge, was ist denn, ihr seid so... Lass doch mal los! Ihr müsst loslassen! Das wäre so, als wenn ich da die Gummibärchenbande reinpacken würde, Alter. Platz 2, Breaking Bad. Und Platz 1 natürlich, Sons of Anarchy. Leute, ihr müsst mir einmal auch schreiben, wo das ist. Ich weiß es nicht, den dritten. Finde ich nicht. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Part damit verbringen. Ja, okay. Ich kann jetzt aus dem Stegreif meine Top 10 jetzt hier nicht rausholen, tatsächlich. Oh, ich sehe gerade, wir haben auch einige kommentiert, sogar zum Beispiel Luigi GM. Oh, Ehren, Luigi GM ist ein Ehrenmann. Was hat der denn geschrieben? Platz 10, How to Sell Drugs Online. Ah, ich glaube, ich habe seine Liste sogar gesehen. Ja, How to Sell Drugs Online, sehr, sehr lustige Serie. Ja, die fand ich auch gut. Ob sie jetzt eine der 10 besten ist? Vielleicht auch nicht. Ja. Ah, der wird auf jeden Fall Malcolm mittendrin sehr weit oben drin haben. Das ist auch komisch. Platz 9, die Discounter. Oh, die Discounter ist so gut. Ja, ja. Ehre. Platz 8, Jerks. Oh, Jerks ist so gut, so witzig. Das ist halt alles so viel besser als alle hassen Chris oder Young Sheldon und so. Es ist der Wahnsinn. Platz 7, Dead to Me. Dead to Me? Was war das denn nochmal? Ist das mit Christina Applegate? Kannst du das mal ganz kurz googeln? Natürlich. Dead to Me. Miss Christina Applegate, ja. Und Linda und... Dead to Me, ja. Okay, das war auch... Gut, auf jeden Fall, ja. Platz 6, eine Serie, die ich vergessen habe einzufügen, tatsächlich bei mir, war die eigentlich gut. Stromberg. Stromberg, natürlich. Man merkt sehr viel deutsches Gedankengut, das da in deinen Serien stattfindet, Herr GM. Was ist da los? 5, The Crown. Oh Gott. Jetzt kommt meiner Meinung nach etwas, was unter Stromberg sein muss, auf jeden Fall. 4, Pastewka. Boah, Pastewka ist halt auch so gut. Pastewka finde ich auch scheiße gut, Alter. Sau witzig. 3, Malcolm mittendrin. Ja, das ist okay, aber... Malcolm mittendrin ist halt echt nicht so gut. Es ist halt jetzt keine der besten Serien aller Zeiten, ne? Das kann man so mal so gucken, so... Ich könnte... Also ich weiß auch, dass er das irgendwie schon so 5-mal am Stück durchgebinged hat. Ach du Scheiße. Und der meint, jedes Mal wird's besser. Und ich denke mir dann immer so... Weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kenne das ja noch früher von Pro7. Und da hat man auch mal das gerne geguckt, aber das hat halt gar nicht so... Das ist halt in meiner Welt nicht so eine Serie, die man so durchguckt.
Ich habe halt auch auf ProSieben die nicht geguckt, weil ich damals schon scheiße fand. Okay, das will. Ja, das ist jetzt ist halt eine Sitcom, ne? Ich fand halt Mac mittendrin nie witzig. Ich muss tatsächlich sagen, eine Serie, die ich sehr unterschätzt finde als Sitcom, ist Roseanne. Ja, Roseanne habe ich halt als Kind gesehen und damals, ich würde sagen, als Kind versteht man das nicht so richtig. Ja. Ach, scheiße. Ja, ich und, war schon 13, 14, ne? Ja. Ich war da vielleicht 8 oder so. Ja. Und, also ich habe Roseanne halt überhaupt nicht begriffen. Ich hatte mich fand es damals nicht witzig, aber es könnte sein, dass ich es heutzutage witzig finden würde. Ich fand es halt damals auch, ich hatte mich halt auch sehr auf das Remake gefreut, aber es ist ja nicht passiert. Ja, das war ja leider. Das hat ja nicht so geklappt. Hat Roseanne ja leider reingeschissen, ne? Ja, man, hat ein bisschen reingeschissen. Ich weiß nicht mehr genau, was hat die denn gesagt eigentlich? Was war da, glaube ich, wegen, ich weiß nicht, ob das wegen, irgendwas wegen LGBTQ war oder was anderes. Irgendwas war da ganz, ganz schwierig. Oder Aussage, was Rassistisches, ne? Also eins von beiden war da auf jeden Fall. Safe. Nee, auf jeden Fall, Platz 2 und 1 sind bei ihnen Better Call Saul und dann Breaking Bad. Ja, das sind, das ist auch verständlich. Also das ist auch bisher die beste Liste. Von denen, die ich gehört habe. Ist da noch irgendjemand, den man kennt, wo man sagen würde, da ist. Also Tesi hat eine Liste gemacht, das weiß ich. Oh, das ist bestimmt auch eine wilde Liste. Bubble Tea. Das ist garantiert auch eine wilde Liste, ne? Ich mag Tesi, aber ich glaube, die hat eine wilde Liste. Okay. Ui. Ui. Oder? Ui. Ist wild? Ach du Scheiße. Ist schon eher was für Mädchen. Oh. Platz 10, Doctor Who. Ja, Doctor Who ist auf jeden Fall gut, ja. Gefällt mir auch. Was eine Fotze hat der Dreh untergeschrieben? Scheißliste. Wer? Da, so ein Mojester heißt der auf Twitter. Hat einfach geschrieben Scheißliste darunter. Das ist das erste Kommentar. Ja, gut. Oh, Taschentuchgeist. Also, pass auf. 10 Doctor Who. 9 ja. She-Ra und die Rebellenprinzessinnen. Okay. Platz 8 Sex Education. Auch nicht so meins. Glaube ich, aber glaube ich zumindest, habe ich noch nie gesehen. 7. Willkommen in Gravity Falls. Pff, Zeichentrick, ja, auch nicht meins. Safe. 6. Death Note. Ja. 5. Glee. Glee? Ja, Glee ist stark. Ja. Glee ist stark. 4. Glee ist jetzt wirst du ausrasten. 4. Die Simpsons. Ja, die Simpsons war für mich als Kind halt auch eine große Sache, ne? Ja. Jetzt heutzutage nicht mehr ganz so, aber. Adventure Time. Finde ich überbewertet, die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das alles noch nie gesehen. Das sind halt diese. Oh, ich habe den Dings. Oh mein Gott, du weißt jetzt. Oh, so nervig, Mann. Ja. Ja, immer riecht mit seinen. Sind mit so einem. Ja. Mann, das ist so. Ja. 2 BoJack Horseman. Wurde ich mal gezwungen, eine Folge von zu gucken, habe ich gehasst. Ja, ich fand die auch nicht gut. Und 1 Crazy Ex-Girlfriend. Kenn ich gar nicht. Nie gehört. Noch nie gehört. Auch nicht. Aber. Ist eine Liste. Ist eine Liste aller Zeiten, so sag ich mal. Guck mal, ob noch immer was dazu geschrieben hat, den wir kennen. So ein Johnny wäre jetzt geil gewesen, also wenn er darauf geschrieben hätte. Da sind doch auch nur irgendwelche Animationstrickserien drin dann. Hier finde ich eine gut. Hier ist Platz, also war Lenzen und Partner. Lenzen und Partner. Ist das von Cornel? Das wäre witzig. Nicht so eine Scheiße halt. GZSZ Platz 1, unter uns Platz 2, verbotene Liebe Platz 3. Verliebt in Berlin Platz 4. Mich nicht wundern. Follow. Was ist deiner Meinung nach der beste Harry Potter Film und warum ist es Der Gefangene von Azkaban? Boah, der beste Harry Potter Film von Wollo Wizard LP. Ich würde tatsächlich sagen, der erste. Ich mag den ersten am liebsten. Ja, ich mag den ersten am liebsten. Den gucke ich immer jedes Jahr. Und dann gucke ich vielleicht noch den zweiten. Und dann verließen sie ihn in der Regel auch. Also ich nehm mir immer vor, alle zu gucken, aber ich mach's halt nie. Ich gucke immer, also manchmal mache ich ja dann so, dann gucken wir mal alle Teile ineinander. Ne? Ja. Aber ich muss sagen. Der Gefangene von Azkaban ist schon der beste Teil. Vom Pacing her, von der Story her und. Ist das schon der beste Teil. Period. Der Gefangene von Azkaban, das war immer so das Buch, was ich auch, wo ich am wenigsten Bock drauf hatte. Was ich auch irgendwie als Buch so irgendwie nicht am schlechtesten fand erst. Deswegen habe ich irgendwie so eine Abneigung gegen den Gefangenen von Azkaban. Ich weiß gar nicht, kann das gar nicht so 100% mit dem Finger drauf zeigen, woran es liegt. Holst du dir eigentlich Hogwarts Legacy für die Switch?
Ich habe Hogwarts Legacy für die PS5. Na, ich bin überlegen, mir für die Switch hier zu holen. Warum? Ja, weil ich ja die PS5 nicht mehr habe. Bald. Bist du so Hogwarts Legacy-süchtig, dass du das immer haben musst? Ich finde das. Ist es ein Problem für dich, wenn du es nicht hast? Im Haus? Nö, eigentlich nicht, aber ich glaube, ich würde es nochmal gern spielen. Weil ich würde nochmal gern Hufflepuff spielen. Ich habe es halt noch nie gespielt. Ich habe es noch nicht einmal angemacht. Ist ein gutes Spiel. Haben wir das gekauft? Ich habe es auch runtergeladen. Ich weiß auch gar nicht, ob das momentan noch den Speicher blockiert oder ob ich das neu laden muss. Aber es kommt ja morgen meine PlayStation Portal an. Ui. Die habe ich mir ja lustigerweise vorbestellt. Ich habe eine Mail von Sony damals bekommen. Ne, kannst vorbestellen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir in dem Moment gedacht, na, warum nicht? Und jetzt kommt die halt morgen. Und da überlege ich halt schon, ob ich dann mal Final Fantasy 16 weiterspiele. Und über Hogwarts Legacy habe ich auch schon nachgedacht. Ne, schön auf dem Sofa liegen und das dann spielen. Hätte ein bisschen Bock. Ja. Ja, es ist ein gutes Spiel. Es ist wirklich. Also ich habe ja das schon ein bisschen gespielt. Ich komme irgendwie nicht dazu, das zu spielen. Wann spielt man schon mal privat? So, weißt du? Irgendwie. Aber ich glaube, mit Switch im Bett und so, ich glaube, das wäre schon cool. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Ich glaube, das mache ich. Ja, das denkt man immer, aber man macht's nicht. Man macht's sowieso nicht. Also, du wirst es nicht machen, das kann ich dir so schon sagen. Machen wirst du es nicht, aber. Ja, mein Gott, ne? Man hat's halt. Ne? Das ist doch auch nicht schlecht, wenn man's hat. Ja, aber es sieht aber auch beschissen aus, ne? Muss man auch mal ich sagen. Ich hab's noch nie gesehen für die Switch. Also, es gibt ja. Ich hab mir so ein Comparison-Video zu angesehen. Also, es ist tatsächlich für die Switch. Sieht's echt gut aus. Für die Switch, ne? Ja. Aber. Es ist halt, wenn du es mit der PS5 vergleichst, ist natürlich. Ja, das war ja von Anfang an immer so der Gedanke, ne? Was soll das auf der Switch? Nee, also tatsächlich für Switch, es ist halt auch nicht mehr Open World. Du musst tatsächlich jetzt, wenn du irgendwo hingehen willst, drückst du halt Y und ladest halt dann die neue Welt. Also du gehst quasi in den Laden rein, vorher war es so, der war da. Du gehst rein, ist geladen, ne? Jetzt musst du halt drücken und dann gibt es einen kurzen Ladescreen und dann bist du im Laden. Also so, die haben schon gut drumherum gewurschtelt. Das sind auch, glaube ich, nur 30 FPS oder so. Ja. Und ansonsten ist es. Es fehlt natürlich ein bisschen Lightning, ein bisschen Shader und den ganzen Scheiß, ne? Ja. Aber ansonsten. Stabil. Stabil. Ja, okay. Also, ja, okay. Ich würde es mir nicht. Ja, habe ich mir fast gedacht. Du hast auch zweimal kaufst, Ricky. Das ist ja. Darf man doch. Das ist verboten. Ich hab's nicht gekauft. Du darfst eigentlich nicht mal einmal kaufen. Eigentlich ist es verboten. Das wurde mir geschenkt zu Weihnachten. Wieso hast du mich geschenkt? Auch verboten. Maul halt. Also, wäre ich dabei gewesen an Weihnachten, hätte ich den Weihnachten direkt versaut, ne? Ich hätte gesagt, Bruder, du weißt schon, was das für ein Spiel ist, ne? Wofür das steht, was du da. Da war das Geburtstag von Michelle. Steht nicht für den Heiligen Geist von Weihnachten. Überhaupt nicht. Ey, apropos Weihnachten, es ist so verrückt, wie schnell dieses Jahr rumging, ne? Finde nur ich, dass das ultra schnell rumging, das Jahr. Also, meine, ja, das ist halt, wenn man älter wird, ne? Boah. Wenn man älter wird, ist. Ich komme mir noch vor, wie letztes Jahr, dass wir einfach hier so. Wir haben letztes Jahr einfach den 30. gefeiert von Kumpel von mir. Das sind zwei Tage einfach schon wieder. Es wird einfach 31, so, weißt du, wo ich mir denke, so, boah. What the fuck? Ist einfach alles schon wieder so lange her, eigentlich. Aber es ging einfach in. Und es ist wieder Weihnachten. Ja, und ich liebe Weihnachten. Ich wollte gerade sagen, es ist schön, dass Weihnachten ist. Bald. Ich liebe Weihnachten. Ich auch. Also, was heißt, ich liebe Weihnachten? Ich liebe das Ganze drumherum, glaube ich, mehr als Weihnachten selbst. Weihnachten selbst, der Abend, ist halt immer so. Es ist halt schon schön, ne? Aber es ist dann halt auch ruckzuck vorbei und dann ist halt auch sofort so, ja. Ne? Nee, ich liebe halt die Dekoration, die Ich auch. Finde das so geil, wenn die wird ja nicht viel in der Stadt sein oder so, aber wenn dann was in der Stadt und so geschmückt ist und so, ich liebe, dass man dann abends so lang fährt, überall sind Lichter und so ein Kram und auch in sämtlichen Häusern sind so kleine Weihnachtslichter und so. Das liebe ich, ne? Oh, das finde ich schön. Leute, im nächsten Park geht's weiter, haut rein. Bis dann, ciao.